TV Total. Meine Damen und Herren, meine Redaktion sucht ja immer wieder Herausforderungen für mich raus. Und diesmal hat es mich in die bunte Welt der Musikanten verschlagen. Kein Problem für Profi, also mich. Und seit heute kann ich sagen, ich beherrsche ein Instrument. Fast. Meine Redaktion hat gesagt, ich wäre der unmusikalischste Mensch auf dem Planeten. Und das stimmt natürlich nicht. Ich kann jedes Instrument spielen. Jedes. Also haben sie gesagt, gut, du hast 2 Wochen Zeit. Lern Schlagzeug spielen und dann muss ich eine komplette Sendung lang die Heavytones mit meinem Drumset begleiten. Und da habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Also nehme ich jetzt Lessons, wie wir im Biss sagen, bei Moritz Müller. Der bringt mir das bei, der arbeitet ja auch bei den Heavytones. Ach, jetzt gucke ich mal, wo Moritz ist. Andere Richtung, alles klar. Und da ist er. Das ist so ein Angeber. Wir sind Drummer, oder? Wir sind Drummer. So. Wir sind Schlagzeugende. Schlagzeugende. Sagst du schon mal hinterm Schlagzeug oder hinter dem Drumkit? Also, mein Wissen ist schon mal, das ist ein Schlagzeug. Und total geil, was ich auch kann. Krass. Weißt du? Krass. Sehr gut, sehr gut. Das brauchen wir später. Ach, okay. Ich würde jetzt erstmal mit so ein paar Basics anfangen. Ich befördere den Stick auf das Fell. Aha. Und versuche, dass der Rebound mir den Stock von alleine wieder zurückbringt. Also, das ist ja auch so eine physikalische Reaktion. So viele Gedanken macht ihr Drummer euch mit Physik und sowas? Ja, ihr seid immer die Vollsten und kommt als Letztes und dann trommelt ihr ein bisschen und kriegt die ganze Mädels. Wir sind eigentlich schon gebildete Leute. So. Also. Jetzt versuchen wir mal, den Arm wie so eine Peitsche zu bewegen. Ja. Rechts ist viel zu hoch. Rechts ist viel zu hoch? Ja. Ah, das liegt an, weil ich habe hier. Aber Kraft ist, ja. Es wird. Ich komme mir vor wie beim chinesischen All-You-Can-Eat-Buffet. Das ist übrigens ein No-Go. Also das ist wie beim Trinken. Das sollte Ach so, kleinen Finger abspreizen macht man lieber nicht? Schwierig, ja. Also würde ich... Ich habe ja die britische Art und Weise, Schlagzeug zu spielen. Ach so. Deshalb komme ich auch schnell ins Galopp. Dann, okay, wir spreizen den kleinen Finger nicht. Spiele ich denn open-handed oder cross? Ist das was richtig? Du hast irgendwo gegoogelt, ja? Ja. Also, ich habe das so rumgelernt. Also du bist gecrossed? Ja. Seit wann spielst du Schlagzeug? Seit 32 Jahren. 32 Jahre spielt er schon. Das heißt, wenn ich irgendwann mal so gut werden will wie du, dann bin ich 79. Tot, oder? Warum muss ich denn noch so tot sein? Fucking, ey, was soll das denn? Sorry, das ist jetzt einfach so rausgerutscht. Wir machen einfach weiter. Das ist nur ein Ansporn, jetzt richtig loszulegen. Ich spiele gegen den Tod. Ja, okay, komm, jetzt mach doch. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Dann mal zur Praxis kommen. Rechts, links, rechts. Das ist ja unwahrscheinlich laut. Ja. Okay. Rechts, links, rechts. Nee, alles im selben Tempo. Mhm. Kannst du mir einmal zeigen, was ich hinterher können muss? Das TV-Total-Thema. Und dann kannst du das? Was? Kannst du dieses? Oder was? Nee. Wir spielen durch. Wir spielen einfach durch. Nee, ich will das können. Jetzt ist geil. Jetzt hast du mich angefixt. Du bist ja auch quasi in Charge für den Einzähler am Anfang. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Warte. 1, 2, 3, 4. Kann ich. Wahnsinn. Das ist geil. Wahnsinn. Warte. Ja, sehr gut. Danke. 1, 2, 3, 4. Also, das ist so ungefähr. Nee. Warte. Nee.
Wann hat er? Also machst mit wem fange ich an? Du machst zwei Schläge mit der Bassdrum und mit der Hi-Hat zusammen. Genau, bei der Snare auch die Hi-Hat durchlaufen lassen. Die Hi-Hat macht prinzipiell durchgehen. Die machen durch? Genau. Das ist einfach. Ja. Zwei Wochen lernen, das geht doch jetzt schon noch gleich. Ja? Warte. Boah, das ist ja auch anstrengend. Es ist anstrengend auf jeden Fall, ja. Ja, doch. Nee, da musst du Bass spielen. Also wenn du irgendwie was irgendwo machen willst, dann klar. Wenn Fehler da sind, dann werden die überspielt und die kommen halt immer. Und also ich glaube, die Kunst ist, aus dem Fehler rauszukommen. Und, machst du noch Fehler? Nee. Du musst nur immer schauen, dass du in Kontakt mit der Band bist. Dass ihr gemeinsam auf derselben Rechnung steht quasi. Aber es ist ja meine Band. Also wir müssen auch ein bisschen... bisschen nach mir schauen. Ja, ne? Stimmt. Und ich gebe ja einen Takt vor. Stimmt. Und selbst wenn der total falsch ist, finde ich, hat sich Wolfgang trotzdem dran zu halten. Wolfgang, ne? Wir brauchen ein Fallback, dass wir wirklich safe diesen Gig ist es ja. Ich würde schon sagen, ist ein Gig. Dass du den wegnageln kannst. Richtig. Also schön den Gig wegnageln. Richtig. Genau. Und das Allerwichtigste ist die Time. Und das musst du mit einem Metronom, ja, Tempo 106, üben. Alles klar. Meine Hausaufgaben wären jetzt also Tempo 106 auf Metronom. Genau. Möchtest du das Pad mitnehmen zum Üben? Sehr gerne. Noch einen Ersatzstick vielleicht? Das würde mich überfordern, weil dann sitze ich zu Hause und frage mich, warum habe ich jetzt drei von den Stöcken? Wenn einer kaputt geht, hast du nur noch einen. Reservestock. Ich arbeite an meiner Tightness. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Tschüss, Moritz. Ciao. Da geht noch was. Und zwar einiges. Demnächst werde ich hier mit den Hamiltons zusammenspielen. Aber das war's erstmal für heute mit Tim Maus und Sarah. Jetzt geht's hier weiter mit Rant the Comedian. Wir sehen uns kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr wieder.